Yes! Hey Leute, richtig cool, dass ihr hier heute Abend eingeschaltet habt. Vielen Dank euch für das mit hineinnehmen in den Gottesdienst. Hey, wir sind so froh, hier heute Abend dies ermöglichen zu können. Und ich möchte euch einladen, bis zum Schluss mit dabei zu sein und Gott die Möglichkeit zu geben, in euer Leben zu sprechen und seine Gegenwart zu erleben. Genau. Ganz kurz, wir sind Neon, wie ihr es schon mitbekommen habt. Und hey, wir laden euch ein, euch mit uns zu connecten, sei es auf Facebook, sei es auf Instagram. Sucht mal unter Neon. Auch haben wir extra eine App für die Botschaften, wo ihr dauerhaft mit aktuell dabei sein könnt und die Botschaften nachhören könnt. Hey, ist eine Hammersache. Genau, und ich begrüße auch alle, die ihr neu dabei seid. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und dürft gerne euch auch beteiligen an Hashtags oder an Kommentare. Genau, auch da, dass ihr einfach mit dabei seid und seid herzlich willkommen. Genau, so, wo wollen wir heute Abend hin? Hey, ich habe es so im Vorfeld aufs Herz bekommen, auch zu sagen, wisst ihr, in der Welt ist oftmals so viel und wir wissen gar nicht, auf was wir wirklich achten sollen und wo es geradeaus weitergeht. Und ich möchte euch sagen, dass jeder irgendwie nach Faszination strebt, sei es in den Filmen, wo wir immer wieder neu nach Faszination suchen. Hey, die ganzen Filme, sie versuchen uns immer wieder zu faszinieren. Und der Größte, der uns fasziniert, ist eigentlich Gott. Durch die ganze Schöpfung, durch all das, was er geschaffen hat. Er ist so groß, er ist so unendlich. Und wisst ihr, jemand, der Gott kennt und mit ihm vorangeht im Glauben, wenn er auf ihn schaut, ist er von ihm fasziniert. Und es heißt, ein starker Gläubiger ist ein faszinierter Gläubiger. Denn seine Augen schauen auf Gott. Und ich möchte dich fragen, hey, bist du fasziniert von Gott? Warst du vielleicht mal fasziniert von Gott? Hey, wenn du von Gott nicht mehr fasziniert bist oder ihn noch gar nicht kennst, lade ich dich ein, mach dich auf, such Gott, lass dich von ihm faszinieren und er wird dir begegnen und du wirst fasziniert sein. Und da wollen wir heute Abend auch weiter mit einsteigen in die Botschaft, ein Botschafter zu sein. Und ich bin schon gespannt, die Botschaft wird heute unsere Michelle uns weitergeben. Und ein Applaus für sie. Nimm dir was zum Schreiben raus, mach dir Notizen, highlighte dir Dinge, die dir auffallen oder die dir ins Herz fallen, wo du merkst, hey, da spricht Gott zu mir. Nimm das mit. Genau, Michelle. Ja, mega cool, dass du dabei bist, dass du dich entschieden hast, hier auf diesen Gottesdienst zu klicken und ja, eingeschalten hast. Ich freue mich. Und ich möchte zum Anfang noch beten, weil das Wichtigste ist. Jesus, danke dafür, dass du jetzt hier bist, dass du ja einfach die Botschaft, die ich dabei habe, in die Herzen der Menschen transportierst. Jesus, danke dafür, dass du die Worte segnest, die ich sage und dass es deine Worte sind. Amen. Ja, kennst du noch diese Zeiten, wo man im Klassenzimmer saß und wo man so geheimnisvolle Botschaften auf so einem gefalteten Zettel über ein paar Klassenkameraden zu deinem Freund hast wandern lassen oder so? Also ich kenne solche Zeiten noch und ich sagte, das Beste war, wenn der Lehrer es nicht mitbekommen hat. Hoffentlich kennst du solche Zeiten auch noch. Aber heute geht es nicht um eine geheimnisvolle Botschaft, die so am Lehrer vorbei zu einem Freund gehen soll, sondern es geht um Gottes Botschaft. Und da ist erstmal die Frage überhaupt, was eine Botschaft ist. Manu hat jetzt das Wort Botschaft auch so oft schon verwendet heute, aber was bedeutet das eigentlich? Das Wort Botschaft bedeutet, dass das, oder ja, ist die Bezeichnung für eine wichtige, bedeutungsvolle Nachricht, die über einen Boten vermittelt wird. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier auf diesen weißen Zettel eine Nachricht draufschreibe, sie zusammenfalte
oder auch nicht, sie weitergebe an eine Person, die hier ist, und die wiederum gibt es an jemanden, dann ist es sozusagen die Botschaft, das, was auf meinem Blatt Papier steht. Heutzutage sieht das Ganze ein bisschen anders aus, also wir nehmen weniger Papier und haben dafür unser Handy. Wir tippen eine Nachricht ein, das Handy ist sozusagen der Bote, der das weitergibt, und dann kommt es zu der Person, die es empfangen soll. Das ist so die allgemeine Bedeutung von Botschaft, also ja, eine Nachricht, die weitergegeben wird. Im christlichen Raum ist die Bedeutung von Botschaft nochmal ein bisschen anders. Da wird auch dieses Wort als Synonym für das Evangelium verwendet, also im Prinzip als das gleiche Wort. Und das ist unsere Botschaft als Christen, das Evangelium. Das Evangelium wird auch als die frohe Botschaft bezeichnet, und darin geht es eigentlich darum, was Jesus in seinem Leben getan hat, wie er gewirkt hat und ja, einfach das, was er getan hat. Jesus, er wurde Mensch. Jesus hat in seinem ganzen Leben Menschen geheilt, er hat von Gott erzählt, und am Ende ist er am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen wieder auferstanden. So, das ist alles das, was du auch in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes in deiner Bibel nachlesen kannst. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzuschauen und es mal durchzulesen. Ich möchte mit dir jetzt in einen Bibeltext einsteigen, in Apostelgeschichte 10, Vers 36. Denn da sagt uns der Text auch, was genau die Botschaft ist oder welche Bedeutung sie auch für uns hat. Dort steht: Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkünden ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht, und Christus ist ja der Herr über alle. Also im Prinzip heißt es, Jesus hat Frieden für uns gebracht. Aber vielleicht denkst du dir so, warum brauche ich überhaupt Frieden mit Gott? So, ich habe ja keinen Streit angefangen, ich habe ja nichts gemacht. So. Aber das Ganze hat ganz am Anfang der Menschheit angefangen. Da, wo Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen haben. Also sprich, da, wo sie das erste Mal Schuld auf sich geladen haben, weil sie ja mehr wissen wollten als Gott, weil sie besser sein wollten als Gott. Und diese Schuld, die steht zwischen den beiden, zwischen Gott und dem Menschen. Und deshalb sind wir von Gott getrennt. Darum brauchen wir Jesus, der uns den Frieden bringt. Bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, bevor er uns befreit hat, war die Gemeinschaft, oder war es, also die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben, war so ungefähr 0% für uns. Also bevor Jesus gekommen ist und gestorben ist, hatten nur wenige Israeliten wirklich die Möglichkeit, so mit Gott in richtiger Gemeinschaft zu leben. Sie hatten nicht so die Möglichkeit wie wir jetzt, dass wir einfach nur sagen müssen, Jesus, hier bin ich und ich möchte jetzt Zeit mit dir verbringen, sondern es war wirklich, sie mussten viele Dinge vorher tun, um überhaupt auf diesen Standard zu kommen, dass sie mit Gott so Gemeinschaft haben konnten, weil Gott so heilig ist und weil er so rein ist und wir Menschen nicht. Und das beschreibt Psalm 15 auch sehr gut, wo David darüber spricht, wer denn überhaupt in dieses Heiligtum, also da war es noch so, dass in Israel ein Zelt stand, in Jerusalem, und dass im Allerheiligsten Gott war und dass man dort Gemeinschaft mit ihm haben konnte. Und da musste man wirklich sehr viele Dinge vorher tun, damit man diesen Standard erreicht, um da reingehen zu dürfen, ohne dass man stirbt. Und deswegen, da schreibt David eben genau darüber, wer überhaupt da hinkommen darf. Und wir schauen uns das im Psalm 15 mal an, ab Vers 2. Jeder, der aufrichtig lebt, der das Rechte tut und durch ehrlich ist. Jeder, der andere nicht verleumdet, der seinen Mitmenschen kein Unrecht zufügt und Nachbarn und Verwandte nicht in Verruf bringt. Jeder, der keine Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat, sondern alle achtet, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Jeder, der keine Wucherzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht, und der sich nicht bestechen lässt, gegen Unschuldige falsch auszusagen oder sie zu verurteilen. Wer so handelt, der wird niemals zu Fall kommen. Das sind sozusagen die Kriterien. Wenn man so lebt, wie da drin steht, dann darf man mit Gott Gemeinschaft haben. Bedeutet im Endeffekt, dann, wenn du heilig bist, wenn du komplett rein bist,
dann darfst du zu Gott kommen, weil er heilig ist und weil ja, du dann nicht stirbst. So. Aber wenn wir uns mal die Verse genauer anschauen, dann werden wir ganz schnell merken, dass eigentlich niemand von uns berechtigt ist oder die Kriterien überhaupt erfüllt, um da reinzukommen und nicht zu sterben. Genau, Vers 2, da steht drin, dass jeder, der durch und durch ehrlich ist, die Möglichkeit hat, da reinzukommen, ins Heiligtum und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Hand aufs Herz, jeder von uns hat doch schon mal gelogen, oder? Und auch diese Ausrede, es war ja nur eine Notlüge, das ist auch eine Lüge. Von daher, jeder von uns hat schon mal irgendwas getan, also eine Lüge gesagt, die uns von Gott trennt, weil das nicht heilig ist. Eigentlich könnten wir jetzt hier schon aufhören, weil ja, wir haben ja eh schon keine Möglichkeit mehr, zu Gott zu kommen, laut diesem Psalm. Aber wenn wir uns nochmal Vers 3 anschauen, wo es darum geht, dass man den Mitmenschen kein Unrecht zufügt und auch keine Nachbarn und Verwandten in Verruf bringt, dann sehen wir auch ganz schnell, dass wir da schon ja, keine Möglichkeit mehr haben. Zum Beispiel Menschen kein Unrecht zufügen, wenn du jemanden haust, das hast du bestimmt auch schon mal gemacht, und wenn es nur deine Geschwister waren, du hast schon jemanden gehauen. Und somit hast du jemandem Unrecht zugefügt und somit bist du auch nicht heilig. Also wir sehen anhand von diesem Psalm 15, dass wir alle eigentlich von uns selbst heraus gar nicht die Möglichkeit haben können, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, weil wir alle gesündigt haben, weil wir alle Schuld auf uns geladen haben und alle gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt in Gemeinschaft zu kommen. Und so könnten wir jetzt den ganzen Abend weitermachen. Wir könnten jetzt noch mehr Sünden aufzählen, noch mehr Schuld aufzählen. So gelogen, gehauen, betrogen und so weiter. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und das ist das Gute an der ganzen Sache. Hey, wir haben jetzt nicht alles versaut und ja, es gibt eh keine Möglichkeit mehr, sondern wir haben die frohe Botschaft, die gute Nachricht von Jesus. Weil Jesus ist am Kreuz für dich gestorben und er hat durch diesen Tod am Kreuz den Weg wieder frei gemacht. Durch sein Blut, das geflossen ist, hat er dich reingemacht. Er hat jede Schuld, die du auf dich geladen hast, die hat er weggenommen. Und somit bist du durch Jesus sein Blut rein. Und das finde ich mega cool, weil bevor Jesus gestorben ist, hatten ja nur ein paar Menschen die Möglichkeit, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber dadurch, dass ja jetzt eben Jesus gestorben ist und dass wir durch sein Blut alle rein sind, wenn wir an ihn glauben, haben so viel mehr Menschen die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Genau genommen alle, weil Jesus, er hat den Zugang zu Gott für alle Menschen freigemacht. Und da ist es dann nicht wichtig, wie alt du bist, da ist auch nicht wichtig, wo du wohnst oder wie viele Geschwister du hast. Es ist nicht wichtig, welche Herkunft du hast, welche Sprache du sprichst. Das einzig Wichtige ist, dass du ein Mensch bist und das bist du. Hey, und deswegen hast du durch Jesus Zugang. Und das gibt mir Hoffnung, weil das sagt mir, ich bin ein Mensch, ich habe schlechte Dinge gemacht, ja, aber hey, Jesus ist für mich gestorben und er hat alles weggenommen. Er hat mich komplett neu gemacht. Und das finde ich einfach mega cool. Und um diese Befreiung zu erfahren, um das zu erfahren, dass Jesus mich reinmacht, muss ich gar keine Leistung bringen. Also ich muss nichts machen, um irgendwie frei zu sein. Also beispielsweise, wenn ich jetzt vors deutsche Gericht komme, also jetzt nicht mehr Bundesgericht oder sonst was, sondern halt ganz normal vors Gericht, dann muss ich immer was machen für das Schlechte, was ich gemacht habe, damit es im Endeffekt wieder gut ist. Ob das jetzt Sozialstunden sind oder sonst irgendwas. Aber ich muss etwas tun, um dann wieder gerecht zu sein. Bei Jesus ist es ein bisschen anders, also eigentlich komplett anders, weil bei Jesus müssen wir nichts tun. Wir müssen nicht einmal um die Welt laufen, das Vaterunser 10-mal beten oder so, sondern wir dürfen einfach kommen mit einem ehrlichen Herzen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe Schlechtes getan, du kennst mich ganz genau, du weißt, was ich gemacht habe. Du weißt, dass ich gelogen habe, du weißt, dass ich ja schlechte Dinge mir anschaue im Internet, dass ich Dinge einfach mache, die mir nicht gut tun, die meinen anderen, also die Mitmenschen um mich herum nicht gut tun. Aber Jesus, ich weiß, dass du mich frei machen kannst und ich wünsche mir, dass du das machst und ich vertraue darauf, dass du mir hilfst. Und weißt du, wenn du das sagst, wenn du dieses Gebet sprichst von deinem tiefen Inneren heraus,
dann darfst du darauf vertrauen, dass Jesus dich nicht ignorieren wird. Er wird sich nicht umdrehen und sagen, okay, kein Bock auf die, weil hier Katalog, schlecht, 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 da auch nochmal schlecht. So, das wird er nicht machen. Er wird niemals darauf schauen, wie viel oder was für eine Sünde du gemacht hast, weil für ihn ist klar, dass du gesündigt hast. Er weiß ganz genau, dass du ein Mensch bist und dass du nicht heilig bist, weil wir es aus uns selbst heraus nicht können. Er wird sich freuen, wenn du kommst. Weißt du, Jesus, er steht mit offenen Armen da. Er freut sich auf dich, er ist für dich gestorben. Und das Coole ist, das Bild ist mir so gekommen, während ich das vorbereitet habe. Jesus, er hing ja nicht so am Kreuz, sondern er hing so am Kreuz. Mit offenen Armen. Und wenn ich einen Menschen umarmen möchte, wenn ich ihm zeigen möchte, ich habe ihn gerne, dann breite ich meine Hände aus und sage, okay, komm her, umarm mich. Und das macht Jesus. Er steht mit weit geöffneten Armen da und wünscht sich, dass du kommst und dir deine persönliche Umarmung abholst. Dass du zu ihm kommst, dass du sagst, okay, ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber du kannst mich davon befreien. Und das ist unsere rettende Botschaft. Das ist das, was wir Christen glauben. Jesus ist für mich gestorben. Er hat mich befreit. Er hat mich heil gemacht. Genau das sagt Jesus auch in Johannes 5, Vers 24. Und diesen Vers empfehle ich dir auf jeden Fall in deiner Bibel anzustreichen, weil das einer, also finde ich, für mich krassesten Vers ist, den ich seit langem gelesen habe. Und zwar steht da, ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat bereits die Grenze vom Tod zum Leben überschritten. Ich lese nochmal, weil das einfach so ein krasser Vers ist. Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also Gott, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Vielleicht sitzt du jetzt noch mit Fragezeichen über dem Kopf in deinem Wohnzimmer. Ich erkläre es dir nochmal, damit du auch wirklich weißt, was ich dir sagen möchte. Aber mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe. Dieser Vers sagt im Prinzip, dass wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er mich reingemacht hat, dass er mich erneuert hat, wenn ich das für mich annehme, dass er das getan hat, dann habe ich, jetzt halte ich fest, schon einen Platz im Himmel bei Gott. Ist es nicht krass? Also ich muss nichts weiter machen, außer das anzunehmen, dass Jesus für mich gestorben ist und schon habe ich meinen Platz im Himmel gesichert. Das ist wie wenn du dein Hotel buchst auf einer Internetseite, du klickst auf Buchen und dann hast du dein Hotelzimmer. So ungefähr ist es, wenn du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist. Du hast deinen Platz im Himmel schon gesaved. Und das sagt irgendwie aus, dass diese Botschaft, die wir haben, so unglaublich wichtig ist, dass es noch mehr Menschen erfahren. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle Menschen befreit, die darauf vertrauen, zuerst die Juden, aber auch dann alle anderen Menschen. Gut, dass wir schon in der Zeit leben, wo auch wir, die wir nicht Juden sind, diese Befreiung erleben dürfen. Weil es ist so, dass Jesus zuallererst für Gottes Volk, also die Israeliten, gekommen ist, aber weil viele von ihnen das nicht glauben wollten, was Jesus gesagt hat, was Jesus auch getan hat, sie wollten den Jüngern auch nicht glauben. Und deswegen haben auch wir das Vorrecht, davon erfahren zu haben. Und wir leben in der Zeit, wo alle Menschen diese Befreiung erleben dürfen, egal welche Hautfarbe, welche Herkunft, welche Sprache. Und es ist eine befreiende Kraft, die dort herrscht, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir daran glauben, was er für uns getan hat. Und weißt du, wenn Jesus für jeden von uns gestorben ist und für jeden von uns diesen Zugang wiederhergestellt hat, wäre es dann nicht total unfair, wenn wir diese gute Botschaft, die wir haben, nur für uns behalten?
Also weißt du, durch die Botschaft habe ich einen Platz im Himmel, aber wenn ich sie nicht weitergebe, dann ist es ja eigentlich total unfair, weil die anderen gar keine Chance haben, überhaupt einen Platz zu ergattern. Deswegen möchte ich dich auffordern, sei ein Botschafter und bring diese Botschaft nach draußen, zu den Menschen, zu ihren Herzen. Sag du ihnen, was die frohe Botschaft ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt noch so, wie du das machen sollst. Botschafter hört sich ja schon ein bisschen krass an, wenn man so an das Wort Bote denkt, dann denkt man vielleicht auch so an einen Typ, der so ein paar Kilometer rennt, um eine Nachricht zu überbringen. Aber ein Botschafter zu sein, ist nicht so schwierig, wie es sich vielleicht am Anfang anhört. Weil du musst, um ein Botschafter zu sein, nicht irgendwie in die Savanne oder in Urwald oder sonst wohin reisen oder irgendwas anderes mega krasses tun, sondern du darfst einfach da anfangen, wo du gerade bist. Also wenn du in deiner Familie bist, dann fang dort an. Wenn du bei deinen Freunden bist, dann fang dort an. Wenn mal wieder die Schulen öffnen und du deine Klassenkameraden sehen kannst, dann fang dort an, auf deiner Arbeit, wo du auch bist. Da darfst du anfangen. Wir hatten es die letzten Wochen auch wieder immer wieder von Mission. Und da hieß es auch, Mission fängt da an, wo du bist und hört da auf, wo Gott es möchte. Deswegen fang da an, wo du bist, die frohe Botschaft zu verkünden. Das zu sagen, was Jesus für dich getan hat. Dass er dich liebt, dass er jeden Menschen liebt. Und es gibt bestimmt mehr Möglichkeiten als nur zwei Stück, um diese Botschaft weiterzugeben. Aber ich habe mal die zwei rausgesucht, die es eigentlich so an sich ganz gut beschreiben, wie man es machen kann. Also man kann natürlich auch über Bilder oder Instagram oder sonst was das machen, aber prinzipiell erstmal kann man die Botschaft weitergeben durch Worte und durch Taten. Und wir schauen uns zuerst mal die Worte an. Wie kann ich durch Worte die Botschaft weitergeben? Also zum einen kannst du es natürlich machen, indem du einfach erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat. Und vielleicht denkst du da erstmal an so richtig krasse Erlebnisse, wie Manu letzte Woche erzählt hat, dass er gesehen hat, dass ein Bein nachgewachsen ist. Oder du denkst an solche Sachen wie Erweckungsgottesdienste, wo auf einmal so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wo du dann daran teilhaben durftest. Vielleicht denkst du an so mega krasse Sachen und du denkst dir so, okay, also in meinem Leben, ja, also ich bin halt behütet aufgewachsen, ich hatte nie ein Problem mit Drogen und nie mit Alkohol, ich habe ja gar nichts zu erzählen. Aber hey, fang doch einfach mal an, genau das zu erzählen. Viele Menschen haben Probleme mit Alkohol, mit Drogen oder so. Sei du doch derjenige, der erzählt, dass Gott dich davor bewahrt hat, dass er dir ein Haus geschenkt hat, ein Elternhaus, wo du behütet aufgewachsen bist. Genauso aber auch die ganzen kleinen Dinge, die im Alltag passieren. Wenn du zum Beispiel dich geschnitten hast und du dachtest, es wäre noch tiefer, als es eigentlich ist und am Ende stellt sich raus, oh, es war nur so ein kleiner Schlitz. Oder was mir ganz oft passiert ist, ich bin morgens manchmal einfach nur 2 Minuten zu spät aus dem Haus gegangen, was sich, wenn man auf den Bus muss, schlecht auswirken kann, weil man dann halt den Bus nicht bekommt. Und ich bin dann oft so gelaufen, so schon ganz schnell so, oh bitte Gott, bitte, ich brauche noch diesen Bus. Und letztendlich habe ich meinen Bus bekommen. Und es war jetzt vielleicht was, wo man so denkt, ja okay, es ist halt ein Bus, den ich bekommen habe. Aber wie cool, dass Gott mir noch den Bus geschenkt hat, obwohl ich doch eigentlich selber schuld bin, wenn ich ihn nicht bekomme. So, das sind auch Dinge, die wir weitererzählen dürfen. So kleine Sachen, wo Gott einfach im Alltag wirkt. Wo er uns auch gebrauchen möchte, um auch kleine Dinge zu erzählen. Weil jede Geschichte, auch wenn es nur so eine für dich winzig klein erscheinen mag, ist wichtig zu erzählen. Also sprich, wenn du anderen Menschen von der Botschaft erzählen möchtest, dann sind es Erlebnisse aus deinem Leben, was Gott getan hat, aber auch das zu erzählen, was in der Bibel steht. Und da lohnt es sich, mal in seine Bibel reinzuschauen, vor allem in diese 4 Bücher, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, in denen du einfach über Jesus viel mehr herausfinden kannst. Und es lohnt sich wirklich, weil du dadurch einfach gestärkt bist, weil du dadurch ganz genau weißt, okay, deswegen glaube ich eigentlich. Deswegen schau mal in deine Bibel und guck, was da für Schätze auf dich warten.
wenn du so ein Mensch bist wie ich, der relativ schnell vergisst, was mal so am Tag lief, dann empfehle ich dir, abends mal nochmal zu reflektieren, was den Tag über so passiert ist und zu schauen, wo hat Gott denn eigentlich gewirkt. Weil oftmals vergisst man so kleine Dinge vor allem relativ schnell. Und schreib dir die Sachen dann auch auf, weil dann kannst du auch, wenn du nach Jahren dieses Buch wieder aufschlägst, wo du es reingeschrieben hast, sehen, okay, krass, Gott hat so viel getan. Und mir kommt es immer so vor, als ob er gar nicht da wäre. Deswegen, hey, das lohnt sich auf jeden Fall, sich so ein Büchlein anzulegen und da wirklich die Sachen reinzuschreiben, die Gott in deinem Leben wirkt. Jetzt hatten wir es von Worten, wie wir durch Worte weitergeben können, diese Nachricht. Aber wir können das auch durch Taten machen. Also nicht nur dadurch, dass du es erzählst, sondern auch durch das, wie du handelst, wie du dein Leben lebst. Als Beispiel, Jesus, er hat auch die Menschen geliebt, die ihn gehasst haben. Sprich, wie redest du über die Lehrerin, die dich nicht leiden kann? Oder Jesus hat jedem Menschen vergeben. Vergibst du auch jedem Menschen? Das sind so Punkte, die vielleicht Menschen, die nicht Christen sind, in deinem Leben sehen und sich so denken, okay, stimmt es, was der sagt und tut überein? Passt es zusammen? Ich gebe dir mal zwei Beispiele, wie du das ja vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kannst, was ich meine. Stell dir vor, du hast einen Kumpel, der immer wieder vom Fußball erzählt, dass er der absolut größte Fan von seinem Verein ist und dass er sich super auskennt und so. Aber eigentlich hat der noch gar kein einziges Spiel von seinem Verein angeschaut. Dann denkst du dir auch so, okay, hä, wenn der größte Fan von dem Verein ist, so warum guckt der sich dann das nicht an? Hä? Macht man doch so. Da würde man dann schon ins Überlegen kommen, so, ja, stimmt das, was der sagt? Oder stell dir vor, du hast eine Freundin, die dir immer sagt, egal was ist, ich bin da, ich kümmere mich um dich, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du jemanden zum Reden brauchst, ruf mich einfach an, ich bin für dich da. Aber wenn du dann wirklich Hilfe brauchst, ja, sorry, ich habe heute nicht so viel Zeit, ich bin gerade nicht zu Hause. Also ich würde ihr dann nicht glauben, dass sie immer für mich da ist und dass sie alles für mich tun würde oder so. Also wisst ihr, ich meine, eure Taten, die sagen manchmal viel mehr als 1000 Worte. Weil wenn du kannst noch so viel davon erzählen, dass du immer für einen da bist, wenn du es aber niemals tust, dann denkt der Mensch halt auch nicht, dass das stimmt, was du sagst. Deswegen, wenn du von Jesus erzählst, dann sollte auch das, was du tust, mit dem übereinstimmen, was du sagst. Also nicht so, ja, ich bin Christ und ich gehe jeden Sonntag und Samstag in die Gemeinde und ich helfe super mit. Aber wenn sie dann auf Instagram sehen, dass du Party machen bist samstags oder dass du sonntags immer lange pennst und dann erst so um 12 dein Frühstück isst, dann denken die auch so, ja, irgendwas passt da aber nicht so ganz zusammen. Also, und dann glauben sie dir viel, viel weniger. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Was du dir auf jeden Fall auch aufschreiben darfst, ich habe es gerade schon gesagt, dieses Sprichwort, eine Tat spricht mehr als 1000 Worte. Es ist einfach so wahr, weil das, was du sagst, das kannst du noch so oft sagen, wenn du das nicht tust, ja, toll, niemand wird dir mehr glauben. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass du, das darfst du mitnehmen, dass du vielleicht die einzige Bibel bist, die jemals ein Mensch lesen wird. Du bist vielleicht die einzige Bibel, die ein Mensch lesen wird. Also lasst uns darauf achten, wie wir handeln. Wenn die Leute sehen, dass ich so handle, wie es in der Bibel steht, dass ich Menschen liebe, auch wenn sie Dinge tun, die mir nicht gut tun oder die mir nicht gefallen. Lasst uns einfach wirklich Menschen sein, die erzählen von Jesus, aber auch genauso das tun, was Jesus für richtig hält. Und vielleicht denkst du dir so, boah, krass, das ist jetzt mega die Aufgabe, also ob ich das hinkriege? Aber ich möchte dich ermutigen, weißt du, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine, wenn du Menschen von Jesus erzählst. Gott hilft dir dabei. Und es sagt auch schon Römer 15, Vers 18. Ich nehme mir nicht heraus, die Botschaft auf eigene Verantwortung zu verkünden.
Also der, der das geschrieben hat, der hat gesagt, nicht aus meiner eigenen Kraft mache ich das, was ich mache, sondern ich mache das mit Jesus. Und er sagt auch, Christus selbst hat durch mich, durch mein Reden und Tun bewirkt, dass Menschen aus allen Völkern sich Gott im Gehorsam unterstellt haben. Christus selbst hat durch mich bewirkt. Das ist das Versprechen, das Gott dir gibt. Er ist an deiner Seite. Und es werden Momente kommen, wo es vielleicht schwer wird und wo du so denkst, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, mich mag keiner, weil ich so anders bin. Aber hey, du bist genau richtig. Und lass dich nicht, das finde ich auch richtig wichtig, lass dich nicht von der Meinung anderer unterkriegen. Nur weil andere sagen, oh ja, du bist ja Christ und du lebst so komisch und du hast ja gar keinen Spaß. Oder weil Leute sagen, mit Christ will ich nichts zu tun haben. Sie kennen dich noch nicht. Und außerdem, Jesus, er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat sich nicht geschämt für das, was du gemacht hast. Er hat sich nicht geschämt dafür, dass du gestohlen hast. Er hat sich nicht geschämt dafür, dass du belogen hast, dass du Menschen belogen hast. Er hat sich nicht dafür geschämt, als er am Kreuz für dich gestorben ist, dass du Unterschriften gefälscht hast, dass du dir Pornos anschaust, was auch immer. Er hat sich nicht dafür geschämt, für dich am Kreuz zu sterben. Er hat es aus Liebe heraus getan. Und wenn Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wenn er für dich jede Schuld auf sich genommen hat, warum schämst du dich, davon zu erzählen, dass Jesus dich frei macht? Wenn du die Hoffnung von Jesus in dir trägst, warum schämst du dich, von ihm zu erzählen, wenn er doch dich nutzen möchte, wenn er doch mit dir zusammen Geschichte schreiben möchte, wenn er mit dir zusammen die Welt verändern will? Schäm dich nicht. Es ist egal, was die Leute sagen. Wenn du ihnen erzählst, dass Gott gut ist, hey, du gibst einen Samen weiter. Du gibst ihnen so ein Geschenk und ob sie es auspacken oder nicht, das ist ihnen überlassen. Aber in dem Geschenk ist Gottes Hoffnung. Und wenn sie irgendwann an den Punkt kommen, auf dieses Geschenk wieder stoßen, das du ihnen mal gegeben hast, bildlich gesprochen, dann werden sie sehen, was du ihnen mitgeben wolltest. Vielleicht hast du ihnen gesagt, Jesus liebt dich, und sie haben es nicht für sich angenommen. Aber irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie nicht mehr können und sie überlegen und denken über ihr Leben nach. Und vielleicht denken sie an dich, wo du gesagt hast, Herr Jesus liebt dich. Und vielleicht fangen sie an, die Bibel zu lesen und stoßen darauf, was Jesus getan hat. Hey, wie cool ist es, wenn ein Mensch durch dich Gottes Botschaft erfährt? Also mach dich auf und sei ein Botschafter. Richte dich aus auf Gott und frag ihn, wo er dich gebrauchen möchte. Du darfst da anfangen, wo du bist und da aufhören, wo Gott es will. Hey, wir haben jetzt gleich noch eine Zeit im Lobpreis, wo du wirklich auch nutzen darfst, um zu sagen, Jesus, hier bin ich. Vielleicht hast du diese frohe Botschaft für dich noch nicht angenommen. Weißt du, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, wo du auf die Knie gehen kannst und sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Du siehst all den Dreck, den ich habe. Du siehst all das Schlechte, was ich gemacht habe. Und du kannst ganz neu oder zum ersten Mal zu ihm kommen und wirklich sagen, es tut mir leid, veränder du mein Herz, veränder du mich. Und wenn du schon diese frohe Botschaft angenommen hast, weißt du, dann darfst du diese Zeit nutzen und sagen, Jesus, hier bin ich, nutzt du mich, gebrauch du mich und lass mich ein Botschafter sein, der deine Nachricht weitergibt. Erfüll du mich mit dieser Faszination, wie Manu gesagt hat, erfüll du mich, damit ich das weitergeben kann, was du mir gibst. Nutz diese Zeit, um wirklich dich auf Gott zu fokussieren und ihn an deinem Herzen arbeiten zu lassen. Danke, Michelle, für deine Botschaft. Und wir wollen jetzt in dem Lied, das wir als nächstes